Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einem weiteren Tutorial in unserer Reihe. Und zwar geht es heute darum, um das Plugin Jail. Das heißt, dass ihr euch Gefängnisse bauen könnt und dort auch User einsperren könnt. Und wie gesagt, ich zeige euch kurz, wie das geht, wie ihr sowas erstellt. Ich habe schon mal, wie ihr seht, hier so eine kleine Einzelzelle mal vorbereitet. Wie gesagt, hier drinne habe ich dem ein kleines Bett reingestellt. Eine Truhe, wofür die gleich ist, werde ich euch noch erklären. Denn eben halt ein Waschbecken und eine Toilette. Mehr braucht man im Einzelhaft nicht. Ich habe das jetzt Einzelhaft genannt. Wollen wir mal schauen. So. Wie gesagt, ihr fangt an. Ja. Ich mache erstmal einmal alles weg. So. Als erstes müsst ihr, wenn ihr das Plugin Jail eingebunden habt auf euren Server, dann wäre der erste Befehl. Und zwar Jail Create. Leerschritt. Und dann macht ihr einen Namen. Wichtig ist, dass der Name klein geschrieben bleibt. Ja, sagen wir mal Test. So, dann sagt er, ich soll zuerst die Fläche erstellen. Okay, das heißt, ihr müsst als erstes, ich sag einmal, ja, machen wir das den Jailknast einmal von rechte Maustaste hier hin. Gehen da gleich hier oben hin. Dort werde ich dann sagen, okay. Dann mache ich dann das etwas anders, dass wir hier auch dieselbe Höhe kriegen ungefähr. So, dann machen wir die nochmal mit der rechten Maustaste auf die Ecke. Ich kann den Klotz auch wieder entfernen. So, dann sagt er, wir haben das selektiert, wir sollen jetzt in das Jail gehen. Also jetzt ins Hinein, ich stelle mich einfach mal hier hin. Und sage, ich mache, hier vorne mache ich mal einen Haken. So. Und nun sagt er, nun soll ich außerhalb des Gefängnisses sein, oder am Ende, und dort, wo du woanders hin teleportiert, wenn man wieder rauskommt. So, ich sag einfach mal mit dem letzten Punkt dorthin. So, wie er sagt, Jail Test created successfully. Das heißt, ihr habt es erfolgreich erstellt. Ja. Das Gefängnis selber ist bereit. So. Das heißt aber, ihr braucht noch Zellen. Ja, sonst könnt ihr die User nicht einsperren. So, das wie gesagt geht dann, ich mach das einmal weg. So. Das wäre dann Jail create cells. Dann haben wir das Test genannt. Ganz wichtig, dass der klein geschriebene Name auch so bleibt. Das bedeutet, dass ihr Zellen für diese Area, die wir gerade erstellt haben, auch hinzufügt. So, jetzt nehmen wir wieder immer das Kreuz. Jetzt kommt hier dieses Schwert, Holzschwert. Wir müssen erst Zellpoint, okay. Wir müssen erst die Zelle markieren, wo er rein spawnt. Das bedeutet, ich werde einfach mal hier einen Rechtsklick machen. So, da spawnt er. Als nächstes werden wir Schilder machen. Und zwar habe ich hier ein leeres Schild hier unten. So, Sign Selected. Hier draußen habe ich ein zweites leeres angebracht. Da steht das gleiche drauf. Werde ich auch die rechte Taste drücken. Wenn ich nicht noch mehr leere Schilder haben will, wo immer das gleiche drauf steht, gehe ich einfach in die Zelle, drücke auf dem Fußboden einmal rechte Maustaste. Dann will er, dass ich einmal auf die Kiste klicke. Wichtig ist, dass es eine Doppelkiste ist. Double Chest steht auch im Chat drin. Einmal rechte Taste. So, jetzt sagt er euch, er will von euch den Namen haben, den ihr für diese Zelle geben wollt. Ich nenne das mal Testzelle. So. Jetzt habe ich die Zelle erstellt. Und ja, wenn ich noch weitere Zellenblöcke machen will für dieses Gefängnis, könnt ihr die jetzt erstellen. Oder ich gebe, wie im Chat unten steht, ihr seht ja hier unten rechts, steht auch Jail Stop. So. Das bedeutet, alles ist fertig, keine Zellen werden mehr erstellt. Jetzt gucken wir uns einfach mal an Jail List Cells Test. Mit dem Befehl könnt ihr sehen, wie viele Zellen in diesem Gefängnis Test entstanden sind. Und wie ihr seht, ist nur die Testzelle. Ja. So, das wäre eigentlich das Gefängnis gewesen. Ich sag mal, wie die Config eingestellt wird, da gibt es ja genügend Plugins. Die auch schon beschrieben wurden, wenn ihr mal durch Google geht. Man kann die Standardvorgabe lassen, bloß da steht irgendwas drin von Teleport. Teleport, glaube ich, steht da drin in der Config. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel das Gefängnis verlasst, ich lasse die Tür auf, ja, der User ist eingesperrt, verlässt ab hier vorne, wo ich ja gesagt habe, hier ist das Ende, wenn die rauskommen. Er verlässt das, dann wird er hier draußen nicht angegriffen von Zombies etc., von den Guards, sondern er wird wieder rein teleportiert ins Gefängnis.
So, stellt ihr aber dort, wo Teleport steht, Quartz ein. Habt dort welche angegeben in der Config von Jail, von dem Plugin. Dann wird, sobald er hier dieses Grundstück verlässt und sagt, höhö, die Tür haben sie aufgelassen, sind die blöd, ich gehe jetzt. Ab hier vorne, zack, kommen schon dann drei oder vier, je nachdem, was ihr einstellt, von den Mobs, greifen ihn an und das überlebt er nicht. Ja. Und wird sofort dann automatisch wieder in die Zelle teleportiert, wird dann wieder hier stehen und sagt sich, okay, meine Zeit steht unten dann auf dem Schild. Das werden dann, je nachdem, wie ihr das einstellt, 5, 10 Minuten oder wie auch immer, jedes Mal mehr. Sobald er hier hingeht, ich habe es auch aufgeschrieben, fliehen ist zwecklos, du bekommst nur mehr Zeit. Das heißt, ab hier, zack, wird er wieder angegriffen, wird getötet, wandert dann automatisch wieder in dieses Gefängnis, in diese Zelle. So, solltet ihr Fragen haben, wie man zum Beispiel mit dem Jail-Plugin ein Gefängnis baut oder Zellen erstellt oder wie auch immer, ihr könnt das auch komplett wieder löschen. Ja, und zwar, ihr könnt einfach mal Jail-List zum Beispiel eingeben. Ihr seht, ich habe mehrere erstellt, aber ich will jetzt einmal dieses, gehen wir einfach mal ein Jail. Check, mal gucken, wer da noch im Gefängnis sitzt. Da seht ihr schon, da schon einer eingesperrt. Für 2 Minuten. Und wie gesagt, sollte euch dieses Plugin auch zusagen, ihr habt es auf eurem Server installiert und das Video hat euch geholfen, euch euer Gefängnis zu erstellen oder die Zellen zu bauen. Sollten sonst irgendwelche Fragen sein, schreibt in die Kommentare und ja, ich hoffe, wenn euch das gefallen hat, einen Daumen hoch fürs Video und bis zum nächsten Video. Ciao!